Eine Reise in die Kimberleys von Western Australia. Autor Seltsam Genzi. Der Autor Seltsam Genzi ist selbst Australier und war schon mehrfach in den Kimberleys in Western Australia. Flaschenhalsbäume, unschwer zu erkennen an den bauchigen Stämmen, heben sich im schwachen Licht der untergehenden Sonne gegen einen schier endlosen Himmel ab. Er glüht rosa, als ob irgendwo ein infernalisches Feuer wütet. Zerklüftete Felsformationen verleihen der kargen Landschaft eine herbe Schönheit, die fast vergessen lässt, wie unwirtlich die Gegend ist. Die ersten Sterne beginnen am Firmament zu funkeln, und das Kreuz des Südens wird sichtbar. Wer einmal einen Sonnenuntergang im australischen Hinterland erlebt hat, wird ihn niemals vergessen. Doch Outback ist nicht gleich Outback. Um das herauszufinden, braucht es vor allem eines, viel Zeit. Denn wer das erste Mal den weiten Weg aus Europa macht, wird höchstwahrscheinlich die Touristenrouten der Ostküste abklappern, Ayers Rock besuchen und begeistert sein von der Größe und Weite des Landes und dem entspannten Australian Way of Life. Für diejenigen jedoch, die das Land abseits der etablierten Destinationen entdecken wollen, empfiehlt es sich, an die Westküste zu reisen. Und zwar nicht ins von Touristen ebenfalls häufig frequentierte Perth, sondern rund 1500 Kilometer weiter nördlich, in die Kimberleys. Die Stadt Brome ist das Tor zu dieser rund 400.000 Quadratkilometer großen Region, die auch heute erst teilweise erschlossen ist und als eine der am wenigsten besiedelten Gebiete Australiens gilt. Brome ist die größte Siedlung der Kimberleys und hat trotzdem nur rund 10.000 Einwohner. Selbst während der Hochsaison im Juli halten sich wegen der Touristen hier rund viermal so viele Menschen auf, ist Brome für europäische Verhältnisse eine beschauliche Kleinstadt, in der überwiegend Australier Urlaub machen. Hauptattraktion des Küstenortes ist der rund 25 Kilometer lange Gable Beach, der sich blendend weiß am Indischen Ozean entlang erstreckt. Benannt wurde der Traumstrand nach dem Telegraphenkabel, das einst von dort auf die indonesische Insel Java führte. Eine beliebte Aktivität am Gable Beach, die man in Australien nicht unbedingt erwartet. Kamelritte, vorzugsweise bei Sonnenuntergang. Erwähnenswert an der Geschichte von Brome ist, dass die Stadt Anfang des vergangenen Jahrhunderts das weltweit führende Zentrum der Perlefischerei war. Die ersten Taucher kamen aus Japan, später aus China und Malaysia, und auch heute noch ist das Stadtbild von Brome asiatisch geprägt. Das Aufkommen von Zucht- und Kunstperlen 1930 setzte der Perlfischerei ein Ende, heute werden die schmucken kleinen Kugeln auf Farmen in der Umgebung gezüchtet. Mehr über dieses Kapitel in der Stadtgeschichte erfahren Besucher im Historical Society Museum. Und im Freilichtmuseum Pialanogas gibt es alte Küstenschiffe zu sehen, mit denen einst Perltaucher zu den Muschelbänken gebracht wurden. Doch wer hätte gedacht, dass Brome sogar Kineasten etwas zu bieten hat. Im Ortszentrum steht das älteste sich noch in Betrieb befindende Freilichtkino der Welt, Sun Pictures, das 1916 erbaut worden ist. Länger als drei Tage sollte man allerdings nicht in Brome verweilen, drumherum gibt es einfach noch viel zu entdecken. Zum Beispiel bei einer Fahrt mit dem Geländewagen durch Outback nach Keppelowegwe, das 220 Kilometer nördlich von Brome liegt. Dazu sind allerdings gutes Sitzfleisch und praktische Outdoor-Kleidung erforderlich. Denn kurz nach Brome geht die geteerte Straße in eine unbefestigte Piste über, auf der man die ganze Strecke lang ordentlich durchgerüttelt wird. Selbst wenn man sich noch so große Mühe gibt, den roten Stopp zu meiden. Am Ende des Tages ist er fast überall. Doch die Strapazen lohnen sich, vor allem für diejenigen, die an einen Reiseführer gelangen, der viel über die einzigartige Flora und Fauna des Outbacks erzählen kann. Und über die Geschichte der Dampier Peninsula, die Anfang des 17. Jahrhunderts von einem Engländer entdeckt und in der Folgezeit unter anderem von Mönchen aus Europa besiedelt wurde. Sichtbares Zeichen ist Wihaglo Bay, eine Aborigines-Gemeinde. Dort lohnt sich ein kurzer Zwischenstopp,
um die katholische Seyyugrathkirche anzuschauen. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts von einem deutschstämmigen Missionar erbaut und hat als Glanzstück einen mit bunten Muscheln besetzten Altar. Nach rund fünfstündiger Holperfahrt schließlich wohlbehalten in Keppelowegwe angekommen, finden Naturliebhaber vor allem eines: Ruhe, Abgeschiedenheit und eine beeindruckend schöne Küstenlandschaft. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Keppelowegwe aufgrund der beschwerlichen Anreise bislang von Touristenmassen verschont geblieben ist. Praktisch einzige Übernachtungsmöglichkeit ist Kujoljamaan, ein preisgekröntes Buschcamp der Aborigines, das mit dem Ziel errichtet wurde, den Ureinwohnern der Gegend eine wirtschaftliche Perspektive zu bieten. Um die Halbinsel zu erkunden, sind Tagestouren gut geeignet. Zum Beispiel zum Swan Point, dem äußersten Punkt Nordwestaustraliens, von dem aus man mit etwas Glück Meeresschildkröten sehen kann. Am Western Beach sollen zu bestimmten Zeiten sogar Wale vorbeischwimmen. Oder man geht mit einem einheimischen Führer in die Mangrovenwälder, um riesige Krebse zu fangen. Von den unzähligen Möglichkeiten zum Fischen und Schnorcheln an den kilometerlangen, menschenleeren Stränden einmal abgesehen. Für die Rückreisen nach Brome kann der Outback-Besucher sich etwas ganz Besonderes gönnen, eine Flugsafari. Wem kleine Propellermaschinen nicht ganz geheuer sind, sollte sich trotzdem überwinden. Denn das Panorama, das sich von oben bietet, ist einzigartig. Vor allem der Bukkaneeraki. Peel mit seinen unzähligen Inseln und Halbinseln, Mangrovenwäldern und Felsenbuchten bietet einen Anblick, an dem man sich kaum satt sehen kann. Ein besonderes Naturschauspiel bieten die Kaskaden des Horizontal Waterfall in der Talboot bei. Wegen der enormen Gezeitenunterschiede schießen dort bei Flut Millionen Hektoliter Wasser durch ein schmales Felsentor. Auf dem anschließenden Rückflug nach Brome bietet sich dann vielleicht noch die Gelegenheit, erneut einen der berühmten australischen Sonnenuntergänge aus der Luft zu erleben. Ein Anblick, der sich kaum mit dem Fotoapparat einfangen lässt. Anreiseinformationen: Wer in die Kimberley-Region reist, B-Senkrechter-Tickt viel Zeit. Da es dort keinen Internatio-Senkrechter-Nahen Flughafen gibt, beträgt die Flugzeit I von Deutschland je nach Route mindestens rund 19 Stunden, Zwischenstopps JF nicht eingerechnet. Uantas bietet von geschweifte Klammer zu Frankfurt aus täglich Verbindungen nach Idan und mit Umsteigen in Singapur senkrechter Strich an. Von dort aus bestehen zwei möglich senkrechter Strichkeiten. Die eine Route führt über Bett. J hier empfiehlt sich ein Aufenthalt mit anschließendem Weiterflug nach Brome. Senkrechter Strich. Schneller geht es, wenn man mit der Kanitas Tochter Jetstar von Singapur nach Da 1 Wind fliegt und dann mit der regionalen E-Fluggesellschaft Air North Richtung Süden.